Im Paragraphen 219a Strafgesetzbuch steht, dass man für Abtreibungen nicht werben darf. Das führt dazu, dass auch jede Form von sachlicher Information in Deutschland potenziell unter Strafe gestellt ist. In Deutschland darf man unter bestimmten Regeln, also der sogenannten Fristenlösung, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Das dürfen auch Ärztinnen und Ärzte straffrei, aber sie dürfen eben nicht darüber informieren. Und das ist ein Problem, weil es Frauen dann eben nicht ermöglicht, frei ihren Arzt oder ihre Ärztin zu wählen und sich über diesen Eingriff zu informieren. Wir fordern, dass der Paragraph 219a in der Form abgeschafft wird. Wir wollen, dass Frauen sich frei informieren können, frei ihren Arzt oder ihre Ärztin wählen können. Und wir wollen vor allem auch Rechtssicherheit für diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und damit auch Frauen in schwierigen Situationen unterstützen. Derzeit ist die Situation leider so, dass dadurch, dass dieses Werbeverbot, also auch ein faktisches Informationsverbot besteht, vor allem Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegner dies nutzen, um Ärztinnen und Ärzte zu verklagen. Das ist nicht zeitgemäß. Und dagegen wollen wir Rechtssicherheit schaffen, damit Ärztinnen und Ärzte auch auf ihren Homepages beispielsweise informieren können und Frauen sich informiert und selbstbestimmt entscheiden können für oder gegen einen Schwangerschaftsabbruch.